Ein Traum von Baum. 22 Meter hoch, 4,7 Tonnen schwer. 67 Jahre stand die Fichte auf einer sumpfigen Wiese im Herzogenwald. Mitte der Woche begann dann ihr kurzes Leben als Weihnachtsbaum. Es macht ein bisschen betroffen, einen so altehrwürdigen Riesen fallen zu sehen. Wäre der nicht besser im Wald geblieben? Man sieht hier, dass er anfing, rotfaul zu werden, also die Verfärbung des Holzes. Hätte vielleicht noch 10 bis 15 Jahre gestanden, bevor er denn vom Wind umgeworfen worden wäre. Das ist so ein typischer Baum, der keine gute Sägeholzqualität hat, weil er eben viel zu kerzig ist. Ja, also, und er hat dicke Äste. Also ist das nicht der typische Baum, den ein Sägewerk suchen würde. Das ist eigentlich mehr ein Baum, der sich als Weihnachtsbaum eignet. Nachdem der Stamm durchtrennt ist, heben zwei Kräne die große Fichte auf den Sondertransporter. Das ist sehr außergewöhnlich, ja. Das ist einmal pro Jahr, jedes Jahr einen anderen Tannenbaum, größer, kleiner, und dieses Jahr ist er schon groß. Jeder Ast muss jetzt einzeln an den Baum gezieht werden, für das wir ungefähr auf eine Breite von 3,50 Meter kommen, für nach Brüssel zu fahren. Eben stand er noch da hinten, der Baum. Jetzt liegt er hier auf dem LKW, wird verpackt für den Transport. Das dauert jetzt noch ein paar Stunden. Und wir sehen ihn heute Nacht wieder, wenn es zum Transport nach Brüssel losgeht. Also es ist ungefähr 1.20 Uhr. Ich bin gerade aufgestanden, fahre jetzt zum BRF. Was tut man nicht alles für eine vernünftige Reportage? Ich bin aber trotzdem schon super gespannt, wie der Baum aussieht. Und jetzt geht's los. Oberstes Ziel beim Transport ist es, so wenig Äste wie möglich zu beschädigen. Bis 10 Uhr abends haben die Mitarbeiter von Vincent Branlet deshalb noch an dem grünen Ungetüm gepackt. Kurz nach 2 geht es dann los Richtung Autobahn. Der Sondertransport wird von einem Steuerwagen begleitet, der für die Verkehrssicherheit zuständig ist. Bei 3,50 Meter Breite wird jede Verkehrsinsel und jede Brücke zur Herausforderung. Aber auf der Autobahn läuft alles reibungslos. In Brüssel wird der Baum dann von einer Polizeieskorte empfangen. Über rote Ampeln geht's in die Innenstadt und hier wird's kompliziert. Wegen Bauarbeiten muss der Transport von seiner üblichen Route abweichen. Die engen Straßen der Innenstadt erweisen sich als echte Herausforderung. Poller engen die Fahrbahn ein, Schilder stehen im Weg. Aus dem sauber geplanten Transport wird ein stundenlanges Manövrier- und Puzzlespiel. Ruhig bleiben ist hier oberstes Gebot. Und das Team der Transportleute leistet echte Teamarbeit, um den Koloss so unbeschadet wie möglich zum Grand Place zu manövrieren. Trotzdem müssen zahlreiche Poller, Verkehrsschilder, Mülleimer und Ampeln dran glauben. Der Verkehr um die Grand Place stockt, der Busverkehr wird ernsthaft beeinträchtigt. Als der Weihnachtsbaum dann gegen 7:45 endlich am Ziel ist, fällt dem ganzen Team ein Stein vom Herzen. Sind Sie zufrieden mit dem Transport? Es war ja nicht so einfach. Nicht einfach, nein. Sehr zufrieden, endlich angekommen und ja, hat noch gut geklappt. Ja. Ist nicht zu viel kaputt? Es ist schon ein bisschen kaputt, aber es geht noch. Man sieht das nicht so viel. Dann spielt sich alles rückwärts ab. Die Gurte, die die Äste halten, werden gelöst. Ein Kran packt oben an und hebt den Baum langsam wieder zurück in die Senkrechte. Wir müssen das jetzt noch die Tanne im Loch tun, festmachen, dann weg vom Platz. Und heute Nachmittag dann schlafen? Heute Nachmittag schlafen, ja. Jetzt fehlt nur noch der Christbaumschmuck. 8 Personen werden dieses Wochenende fast 2 Kilometer Lichterketten und 200 blaue und weiße Kugeln auf der Fichte drapieren. Am 30. November wird er dann gegen 5:45 mit großem Tamtam zur Eröffnung des Brüsseler Weihnachtsmarktes erstmals angeschaltet.